Ich bin euch noch die detaillierte Schaltung von dem RMF-Charger für die Lithium-Ionen-Akkus schuldig. Hier jetzt mal die Freiluft aufgebaute Version. Es ist ein Typ 41C. Ich nenne immer Facebook-Transistor, weil das F hier aussieht wie ein Facebook. Hier habe ich jetzt vier Dioden rangenommen. Die Diode ist zusätzlich rangekommen, weil ich bemerkt habe, dass wenn ich nur drei Dioden dran habe und ein 7-Volt-Netzteil als Befeuerung nehme, dass er hier durchaus bis 4,4, 4,5 Volt geht, ehe er hier abschaltet. Keine Ahnung warum. Nachdem ich die Diode hier reingemacht habe, schaltet er bei 4,25 Volt ungefähr aus, so wie es zu sein hat. Das ist ein 560 Ohm Widerstand, so ein kleiner Eisenferrit, 0,20er und 0,30er Draht habe ich hier drauf. Dann dementsprechend so viel Windungen. Zu den Windungen sage ich dann noch mal was und zu dem, wie man hier den Ferrit noch wickeln kann. Da hat sich ganz schön was getan. Und wenn der Lithium-Akku dann voll ist, zeigen die LEDs praktisch an, dass er voll ist. Und die bewirken auch, dass die Schaltung geschützt wird. Na, so eine LED bei 3,3 Volt ungefähr ist die richtig schön da. 7 Volt bringt das Netzteil, dann noch ein bisschen Spannungsabfall durch ein RMF. Das reicht aus. Aber wenn die LEDs nicht dran wären, kann es passieren, dass die Spannungsspitzen euch die Platine hier zerstören. Ja, und dann geht der Akku bis sonst wohin und die Platine schaltet nochmal ab. Das hatte ich auch schon gehabt. Aus dem Grunde sind diese zwei relativ fetten LEDs dran, die auch so 300 Milliampere vertragen können. Also ungefähr das, was das Netzteil liefert, sollten die dann hier hinten vertragen. Die Schaltung ist für 1 Ampere oder nicht, ich glaube 3 Ampere maximal ausgelegt. Aber meine Tests belaufen sich jetzt auf so ein 7-Volt-Netzteil mit 250 Milliampere steht hier drauf. Ich zeige euch dann nochmal, wie ich die Feineinstellung hier gemacht habe, wie ich den Vorwiderstand rausbekommen habe, weil da hat mir es Ampermeter 300 Milliampere dann angezeigt, was in den Akku reingeht. Okay, ich denke, das dürfte für euch jetzt erstmal so klar sein, wie man das Teil hier zusammenbastelt. Das ist praktisch der dicke Draht vom Ferrit. Und der Trigger ist natürlich dann der dünne Draht vom Ferrit. Und da, wo Anfang und Ende von den Wicklungen zusammenkommen, da ist der Minus. Ne? Stinknormale RMF-Charger-Schaltung. Ich verlinke hier unten drunter nochmal ein anderes Anleitungsvideo. Da ist nochmal detailliert gezeigt, wie man den Ring wickelt. Aber die meisten von euch dürften das schon wissen. Ein Zuschauer sendete mir eines Tages mal fünf von solchen Ferritringen. Aber Macht der Gewohnheit habe ich halt immer so gewickelt, wie wir es gewohnt sind. Never change a running system. Und habe da nicht mal im Detail hingeguckt. Im Detail hat dafür jetzt der Action for Free bei so einer Wicklung geschaut. Ne, der ist da auf andere Wege drauf gekommen, also nicht durch die Ferrite, die ich da geschickt bekam. Und die Videos von ihm möchte ich euch wirklich mal ans Herz legen. Die sind echt crazy, was man mit so einer Wicklung im Gegensatz zu anderen Wicklungen im LED-Betrieb zumindest hinbekommt. Ob das jetzt beim RMF-Charger auch effektiv ist, das muss man mal noch herausfinden. Ich bleibe vorerst, ich habe das noch nicht mit, also ich weiß, dass ein RMF-Charger auch damit funktioniert, aber ich habe im Detail nicht hingeguckt, wie viel besser oder wie viel schlechter es dann funktioniert, im Gegensatz zu anderen Wicklungen. Deshalb mache ich die Wicklung halt erstmal mit etwas dünnerem und etwas dickerem Draht, so wie wir so gewohnt sind. Damit kann ich zumindest dann die Hand ins Feuer legen, dass sowas hier möglich ist. Wo fangen wir denn mal an? Fangen wir hier mal an. Das ist ein 3000, ne, 30 Q steht hier. Das heißt, 3 Amperestunden hat er. Und er war ziemlich nieder gewesen. Nach der ersten Ladung mit RMF hat er 2585 Milliamperestunden gehalten. Dann habe ich einen Entladen auf 3 Volt, dann wieder mit RMF geladen, mit dem RMF geladen. Und dann hat er schon 2961. Wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde er höchstwahrscheinlich noch ein bisschen besser werden. Das habe ich dann bei denen hier mitbekommen. Der hat bei der ersten Ladung schon, das ist auch so ein 30Q. Wo steht's? Hier, 30Q. Der hat bei der ersten Ladung schon 2955 gehabt und bei der zweiten dann schon 100 Milliamperestunden mehr. Sehr viel mehr ist dann bei denen hier wahrscheinlich nicht zu machen. Also bis 3100 Milliamperestunden oder so kriege ich sie. Das ist echt komisch, obwohl die waren ja auch schon ziemlich ramponiert gewesen. So richtig neue 3 Amperestundenzellen habe ich nicht da. Mein Rekord ist momentan 3387 Milliamperestunden aus einem 2600 Milliamperestunden Lithium-Akku. Und das geht auch mit anderen Akkutypen als mit dem hier. Hier bei dem zum Beispiel erste Ladung 2280.
Das ist diese Type hier, VT4, T4. Und bei der zweiten Ladung hat er dann auch schon 2610 mAh drin gehabt. Irgendwann ist da natürlich dann Sense, ne? Also irgendwann steigt es dann nicht mehr in der Milliampere-Stundenzahl und ewig halten die Akkus dann natürlich auch nicht, aber sie bekommen sozusagen nochmal ein zweites Leben. Ne? Das kann ich jetzt schon mal von hier aus bestätigen. Und wenn ihr das auch mal wissen wollt, hier so ein Bausatz, wo ihr das genauso bauen könnt, wie ich das hier gezeigt habe, die biete ich an. 30% Gewinn berechne ich dabei, im Gegensatz, wenn man die ganzen Dinger einzeln kaufen würde. Ihr spart die Versandkosten bei den einzelnen Dingern. Und ja, das war es ja eigentlich schon, ne? Ich sage mal, bis später. Okay, anstelle von dem Vorwiderstand habe ich jetzt einen 1 Kiloohm-Potentiometer an die Basis vom Transistor und an Triggerdraht, an den dünnen Draht vom RMF gelötet. Und eine leere Batterie dran. Das sehen wir hier knapp 300 Milliampere. Ich habe jetzt schon den optimalen Wert hier am Potti eingestellt, aber wir können ja mal ein bisschen rumdrehen. Wenn ich hier in die eine Richtung drehe, wird es weniger. Dann haben wir hier unseren Zenit. Und wenn ich in die andere Richtung dann noch weiter drehe, wird es wieder weniger. Na, also könnt ihr mir folgen, da ist irgendwo so ein Sweet Spot. Den kann man dann mit einem Potti rausbekommen und so einem Ampermeter, halt hier ist er. Da ist der Sweet Spot. Da ist die Stromabgabe in den Akku am besten. Ne, ich habe das jetzt praktisch zwischen RMF Output und dem Akku rangeschalten. Und den Wert vom Potentiometer kann man dann sich notieren und den durch einen Festwiderstand ersetzen. So kann man dann praktisch für die Spannungsquelle, die man dann hat, einen optimalen Vorwiderstand rausfinden. Ich denke nämlich auch, dass hier auch 6 Volt oder 6,5 Volt Netzteile gehen. Mehr als 7 Volt würde ich ja nicht empfehlen, weil die Schaltung hier nur maximal 7 Volt aushält, die Ladeabschaltung. Aber mehr als 5 oder 5,5 Volt müssen es halt schon sein, auf alle Fälle. Und dementsprechend könnt ihr dann auch, wenn ihr ein Netzteil habt, was etwas weniger Spannung liefert, so dann den optimalen Vorwiderstand für die Schaltung rausbekommen. Das, was ihr von mir angeboten bekommt, das ist für 7 Volt und maximal 500 Milliampere gedacht. Das könnt ihr euch an eurem Netzteil, wenn ihr so ein variables habt, dann einstellen. Oder ihr findet halt solche Netzteile hier, 7 Volt und um die 250, 300 Milliampere bis 500 Milliampere. Gut, dann wünsche ich euch mal frohes Basteln. Wenn ihr Fragen habt, haut sie in die Kommentare. Ich werde sie so zeitnah wie möglich beantworten. Macht's gut derweil.